Okay, Leute. Ja, ich hab Fenster auf. Und ja, es soll jetzt nicht Let's Play Rare Replay sein, sondern ich werde Blast Core fortsetzen. Allerdings, da ich noch ein paar Tage Game Pass habe, Ultimate, für 1 Euro konnte ich 14 Tage erstmal nutzen. Zumindest da reinzukommen. Mir auch einen neuen Controller geholt. War nicht teuer, war von dritter Anbieter. Mit Hall-Effekt-Sensoren. Soll ein langlebiger sein als dieser traditionellen. Wir skippen das mal, weil ich mache hier kein Let's Play Rare Replay, sondern Let's Play Blast Core. Ich mag kicken, ob ich 1:1 das Spiel schon laut meinem Video schon angezockt habe. Wie gesagt, das Spiel hier auf der Collection ist aber nur auf Englisch. Entspricht halt der TSC-Fassung vom N64. Also, hab's ja schon ein paar Mal durch. Bin auf meinem Hauptspielstand hier in der Platin-Challenge. Das knüppelhart, das werde ich ausklammern. Gut. Okay. Tempest City. Ich werde ein paar Carriers machen und dann ist wieder Feierabend. Go for it. Gibt's wieder einen Wissenschaftler? Weg damit! Ich höre den bösen Transporter schon hier. Sein, dass hier noch eine Beförderung kommt und das wusste ich. Diesmal sind es auf Englisch. Wir sind Accomplished Conqueror. Und hier gibt es noch einen Kontaktpunkt. Bom, 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 bom. Ja, die Treppe muss von den Gebäuden auch weggesemmelt werden. Bom, bom, bom. Ja, die US müssen auch nicht mehr alle, müssen ja auch nicht mehr viele sein. Sag doch. Das wäre schon mal erledigt, das Thema. Und hier ist verdächtig.
Ja, die Elfenbeinküste. Gut. Dann werden wir mal hier das erledigen. Yes! Und ob wir das erledigen? Naja, und hier seht ihr, dass das ein bisschen anders ist als am letzten Video. Da ich nochmal vom Zustand. Zocken muss. Kann man eine Platin-Medaille holen, indem man auch nur Teile vom Gebäude weg. Nur gucken, ob ich nichts übersehen habe. Sieht aber super aus. Und ja, warum ich das jetzt so mache über Rare Replay Collection, schaut euch doch mal den Rahmen an. Sieht doch viel besser aus als dieser triste Nintendo Switch Online Rahmen. Oder was meint ihr? Und mittlerweile müssten ja auch allen hier meiner Zuschauer auch der englischen Sprache mächtig sein. Also. Die Eisenmine. Ja, mal sehen, ob wir hier auch Eisen finden. Uiuiui, ich hol mal jetzt die Donnerfaust. Ne. Nix mit Donnerfaust. So, ich brauche jetzt einen jetzt. Ihr habt auch einen Wissenschaftler. Das hätte klappen können, dass das BUMM macht, aber richtig. Mach hier keine Spirenzien, Donnerfaust. Thank you.
So. Erstmal Mission complete. Und ja. Master des Spoiler. I hope this works. Gut. Jetzt kommt der Bulldozer. Ja, das sind noch die Medium Levels. Yes, 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 yes. Oh, Prof da. Auf der Brücke. Buildings destroyed. Okay. Jetzt erstmal alle RDUs einkollekten. Den auch. Oh. Gut. Dann wäre das Thema auch erledigt. Und ja, werde auch dann nächstes Jahr meinen Game Pass wieder verlängern. Ja, kostet ja knapp 15 Euro monatlich. Game Pass Ultimate. Ja. Jährlich ist er nochmal um ein paar Euro teurer als PS Plus in der Standardausführung. Naja. Gut, die Elfenbeinküste werde ich mir erstmal noch vor den Rücken. So, ich werde das jetzt auf Noob-Taktik machen. Ist ja nur der Randbereich. Ist mir jetzt wurscht. Try something else.
So. Und nach der Outland Farm ist Schluss. Die Elfenbeinküste ist dann der nächste dran. Oder? Ich gucke erstmal. Ein Kontaktpunkt ist noch. Und ich weiß auch, wo der ist. Ich kenne das Spiel noch. Ich hab's früher besessen. Und zwar für das Nintendo 64 hatte ich das gehabt. Also. Buff. Das ist ja jetzt die angepasste Version für Rare Replay. Hier kann ich auch Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie nur zocken. In der X360-Fassung. Naja. Und für alle, die es noch nie wissen und JRPG-Fans sind, im Game Pass ist auch Persona 3 Reload drin. Ja, Persona 3 Reload, das Remake vom ursprünglichen Persona. Was es damals zur PlayStation 2 Ära gab. Ja, so alt ist es schon mittlerweile. Und das ist ein Spin-off der Shin Megami Tensei-Reihe. Ich find's gut, das Spiel. So wie es aussieht. Ja, ich mache jetzt die typische Backlash-Taktik. Naja. Try something else. Und das wäre erledigt. Yes. Wie gesagt, den Rahmen lasse ich auch so in den Grundeinstellungen. Ach, weißt, ist da was? Ich kann keinen Part beenden. Ohne vorher die Elfenbeinküste abzuschließen. So. So, ich mach das jetzt so. Gut. Jetzt wird's schwer. Für manche. Ja, ich weiß, wie man mit TNT-Kisten umgeht. Braucht er mir nichts zu sagen. So.
böse, brutal schwer. Nein! Alter! Gut, ich hatte noch eine TNT-Kiste, falls... Aber das hätte ich dann nicht mehr geschafft. Und eine Beförderung? Na, da müsste man eigentlich für degradiert werden. Nein, nee, eher nicht. Ich war ja Demolition Fanatic. So. Jetzt heißt es nur noch... J-Bomb werden wir hier brauchen, denn ihr habt's ja hier. So. Ja, ich musste noch ein bisschen auf der Abstellfläche einpacken. Und genau da drüben hat er ein paar gefahren. Ich werde auf, bevor ich die TNT-Geschichte mache, erstmal alle RDUs einkollekten. Das nehme ich vielleicht sogar. Keine schlechte Idee. Dann brauche ich das im Nachhinein nicht machen. Und dann den einen Kontaktpunkt, den krallen wir auch mit noch. So. Los geht's. So. Genau, man muss erstmal den Schwung ausnutzen. Weil wenn man in der Luft ist, kann man ein bisschen was ausnutzen. Wie ihr sagt, Platin ist hier fehl. Bei mir, bei dem Spiel ist mal fehl am Platz. So. Ja. Ah, mach bumm. Weil man sieht das ja nicht. Bombi! Gut. Okay, da ist was. So, sind hier irgendwelche RDUs? Nee, hier nicht. Aber da hinten. Und Level.
wieder komplett. Aber noch nicht ganz. Austernhafen. Ja, das sind die Hard Levels. Und Dings. Katena-Schlucht. Gut. Ja, schon fast eine halbe Stunde rumgeschlagen. Yes, gut. Medium Levels complete. Time to take up the final challenge. Okay. Aber dann kommen erstmal die Nebenmissionen. Und ja, dann jetzt also in der Rare Replic Variante weiter, sofern mein Game Pass noch läuft, heißt es. Ja, ich werde es nutzen noch. Gut, ich bin euer Akito von Akito Challenge German. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, will ich mich über ein Liken da, netten Kommentar von euch freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Channel seid, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Okay, Leutchens, das war's für heute. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.